Hi und herzlich willkommen zu einem superschönen und gleichzeitig aber auch tatsächlich ganz einfachen Mathe-Geometrie-Rätsel. Wenn euch solche Rätsel gefallen und ihr vor allem auch auf schwierigere Geometrie-Rätsel steht, dann schaut mal hier rein. In mein Mathe-Geometrie-Rätsel-PDF, niegelnagelneu, gibt's ab sofort im Shop zu finden. Den Link packe ich euch einfach mal in die Videobeschreibung. Vielleicht ist es ja was für euch oder für rätselbegeisterte Freunde. Hier bei uns geht es jetzt darum, die Länge x zu berechnen. Und wie gesagt, mit ein bisschen Durchblick ist das ganz, ganz schnell erledigt. Was wir hier nämlich brauchen, ist eigentlich nur eine einzige Hilfslinie. Und dann könnt ihr in diesem Trapez mit übrigens, das ist noch wichtig zu erwähnen, hier zwei rechten Winkeln sofort ausrechnen, was hier da unten die gesuchte Länge x ist. Und diese Hilfslinie, die verrate ich euch jetzt, die kommt nämlich hierhin. Parallel zu dieser gesuchten Länge x, die wir ja unten eingezeichnet haben, also auch hier mit rechten Winkeln. Und dementsprechend auch hier mit rechtem Winkel. Wenn wir die jetzt haben und wissen, dass hier 11 Meter sind, und hier 18, dann können wir uns sofort über die Differenz erschließen, dass das hier 7 Meter sein müssen. Und sobald wir das wissen, haben wir ja ein rechtwinkliges Dreieck hier eingezeichnet. Und das bedeutet, tata, natürlich gilt hier der Satz des Pythagoras. Ich kann also sagen, und das ist hier die Idee, auf die man kommen müsste, mit dem Satz des Pythagoras ist Kathete hoch 2 plus Kathete hoch 2 gleich Hypotenuse hoch 2, also die unbekannte Länge x, die wir ja auch hier finden, hoch 2 plus die 7 hoch 2, weil das die beiden am rechten Winkel anliegenden Seiten, also die Katheten sind, die müssen zusammen 25 hoch 2 ergeben. Und da braucht man jetzt ein bisschen Kopfrechnen, kleines und großes 1 mal 1. X Quadrat bleibt, 7 Quadrat wird 49, 25 Quadrat wird 625. Dann holen wir die 49 auf die andere Seite rüber, haben x Quadrat gleich minus 49 ist wie minus 50 und dann plus 1, also 576. Und wenn man jetzt die Wurzel zieht, und bedenkt, dass in der Geometrie nur die positive Wurzel wirklich Sinn macht, dann steht da x gleich 24. Denn die Wurzel aus 576 ist 24. Und damit haben wir auch die Lösung des Rätsels gefunden. Die gesuchte Seitenlänge beträgt 24 Meter. Wie gesagt, für mehr und auch schwierigere Geometrierätsel schaut mal ins PDF rein auf der Website. Der Link ist in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und wenn ihr Lust habt, jetzt direkt schon ein ähnliches Rätsel zu lösen, dann empfehle ich euch dieses Video hier. Ganz viel Spaß damit und bis bald!